danach nur einen erwarteten Verlust von $3,69. Also, bei jedem Dollar, den er gesetzt hat, hat er 79,2 Cent verloren. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies eine der schlimmsten Situationen in Limit Hold'em ist. Nur selten wird jemand in einem kleinen Pot so dominiert. Wenn ein Spieler inkorrekterweise mitgeht bei Hold'em Limit, dann ist seine Wahrscheinlichkeit zu verlieren nicht so groß wie in unserem Beispiel. Wenn dieses Spiel nicht Limit, sondern nur Limit gewesen wäre, dann hätte der Gegner viel mehr Geld verloren. Unser Vorteil gegenüber ihm wäre viel größer gewesen, was sich auch in dem erwarteten Gewinn bzw. Erwartungswert wieder gespiegelt hätte. Der Grund dafür ist, dass die Gebote nach dem Flop einen größeren Teil des Pots ausgemacht hätten. Hätte nach dem Flop ein Gebot in Potgröße gemacht, dann wäre sein erwarteter Verlust wie folgt. Flop, Bet auf $5, Dollarzeichen 4.04 Turn, Bet auf $15, Dollarzeichen 12.06 River, Bet auf $45, Dollarzeichen 45 Total, Dollarzeichen 61.10. Diesmal ist er Gebot im Gesamtwert von $65 mitgegangen und sein erwarteter Verlust sind $61.10. Nicht nur hat er diesmal mehr Geld verloren, auch sein Erwartungswert ist negativ angestiegen. Bei jedem Dollar, den er gesetzt hat, hat er diesmal 94 Cent statt 79,2 Cent erwartet zu verlieren. Man hat also bei No Limit einen viel größeren Vorteil im Vergleich zu Limit Hold'em, alleine weil die Gebote höher sind und einen größeren Teil des Pots ausmachen. Bitte beachtet, dass dieses Beispiel keine Implied Odds berücksichtigt und somit kein perfektes Beispiel ist. Das Beispiel sollte auch nur deutlich machen, wie man in bestimmten Situationen einen größeren Vorteil bei No Limit als Limit hat. Bedeutet das, dass No Limit Ring Games besser sind als Fox and Limit Ring Games? Nicht unbedingt. Der Vorteil mancher Spieler bei No Limit kann so groß sein, dass die meisten Spieler davon fernbleiben, es sei denn sie sind selber sehr gut. Dazu kommt, dass auch schlechte Spieler in einer Situation wie eben beschrieben nur selten mitgehen werden. Spieler werden kaum ihr Geld einsetzen, wenn sie bei jedem Dollar, den sie setzen, erwarten können, 96 zu verlieren. Wenn man bei No Limit erwischt wird, bei einem großen Pot so im Nachteil zu sein, dann endet das meist im Desaster. Solch ein Spieler würde bei No Limit nicht lange überleben, wohingegen er bei Limit nur langsam, aber sicher sein Geld verlieren würde. Deswegen bleiben schlechter Spieler bei Limit, da der Verlust nicht schlagartig, sondern langsam vonstatten geht. Allgemein kann man sagen, dass nur ein paar große Fischer in der Lage sind, sich bei No Limit einen großen Vorteil zu verschaffen. Nur selten ist man in einer Situation, in der man mit einem großen Vorteil einen großen Pot abräumt. Es ist möglich, bei No Limit große Fehler mit desaströsen Folgen zu machen, wohingegen das nur schwer bei Limit geht. Bei Limit machen Spieler eher kleine Fehler, die man nicht so ausnutzen kann wie bei No Limit. Wenn du also über deinen Vorteil in einem Limit- oder No-Limit-Spiel denkst, denk daran, dass du den Vorteil bei No-Limit viel stärker ausnutzen kannst, was dir aber zum Verhängnis werden kann, wenn du im Nachteil bist. Der Vorteil eines Spielers bei Limit bleibt während eines Spieles meist gleich, während er bei No-Limit stark von der Spielweise der Gegner abhängig ist. In unserem Beispiel K4 vs. AK wird man bei Limit sehr wahrscheinlich etwas Geld gewinnen, wohingegen man No Limit wahrscheinlich kein Geld von seinen Gegnern bekommt. Wenn du in der Lage bist, in No Limit deinen Gegnern große Einsätze aus den Taschen zu ziehen mit Top-Paar und ohne Kicker, dann kannst du sehr wahrscheinlich etwas früher in Rente gehen. Aber manchmal wollen deine Gegner einfach nichts zahlen und dein erwarteter Gewinn schrumpft. Allgemein kann man sagen, dass die großen Fehler, die deine Gegner machen können, entweder größer in No Limit sind oder erst gar nicht existieren, und genau das macht deinen erwarteten Gewinn bzw. Verlust aus. Aber es gibt einen eher allgemeinen Vorteil bei No Limit Spielen mit niedrigen Einsätzen. Der Grund dafür ist, dass so viele schlechte Spieler von ihnen angezogen werden, dass ein oder zwei schlechte Spieler mehr das Ökosystem des Spiels nicht signifikant verändern. Nutzen von Pokerstrategies. Der Nutzen des Geldes. Mit Hilfe des Erwartungswerts und den Implied Odds hat man genügend Informationen, um in einem normalen Spiel die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Eine wichtige Annahme des Erwartungswertkonzepts ist, dass jeder eingesetzte Dollar gleich viel wert ist. Diese Annahme ist nicht immer richtige. Man nehme an, man hat ein Startkapital in Höhe von 1 Million. Jemand bietet einem an, 1 Million auf einen Münzwurf zu setzen. Sollte man die Wette annehmen? Manche würden das tun, aber die meisten würden doch eher ablehnen. Der Grund dafür ist der folgende. Wenn man bereits 1 Million auf dem Konto hat, dann bringt einem eine weitere Million auf dem Konto nicht so viel Nutzen, Fröhlichkeit, wie die erste Million. Der Verlust der 1 Million ist viel größer als der Gewinn der 2. Million. Der Nutzen, den Geld einem stiftet, verändert sich mit der Menge des Geldes, die man besitzt. Jede Einkommens- oder Vermögensebene bringt einem einen bestimmten Nutzen. Die Steigerung des Nutzens des Geldes verläuft nicht unbedingt proportional mit der Steigerung des Einkommens. Für die meisten Leute bringt die 2. Million nicht so viel Nutzen wie die 1. Million. Dies wird als Abnehmen der Grenznutzen bezeichnet. Leute dieser Art sind risikoavers. Andere Leute würden die Wette eingehen, da ihnen die 2. Million genauso viel Nutzen stiftet wie die 1. Million. Solche Menschen sind risikoneutral eingestellt. Die meisten Leute sind risikoavers und würden eine 50%-50% Wette nicht eingehen. Erst ein risikoneutraler Mensch würde solch eine Wette eingehen. Dem risikoaversen Typ müsste man bessere Chancen geben zum Gewinnen, zum Beispiel 55%, damit er die Wette eingehen würde. Es gibt aber auch den Schlagmenschen, der die Wette eingehen würde mit nur 45% Gewinnchance. Diese Art Menschen sind risikofreudig und die 2. Million bringt ihnen mehr Nutzen als die 1. Million. Ein Grund dafür könnte sein, dass ihnen 1 Million nichts bringt. Sie benötigen 2 Millionen, um sich ihren Traum zu erfüllen oder ihr Ziel zu erreichen. Die 1 Million allein bringt sie nicht wirklich weiter. Risikofreudige Menschen haben einen steigenden Grenznutzen, wodurch man teilweise erklärt, wieso Leute Lotto spielen. Bei manchen Lotterien ist der Erwartungswert eines eingesetzten Dollars gleich 30 Cent. Das sind sehr schlechte Chancen. Obwohl sich viele darüber bewusst sind, spielen sie trotzdem Lotto, da die geringe Chance, Multimillionär zu werden, ihnen einen entsprechenden Nutzen bringt. Risikofreudige Menschen sind am ehesten gefährdet, spielsüchtig zu werden. Sie gehen gerne Wetten ein, bei denen sie einen schlechten Erwartungswert haben. Erwarteter Nutzen und Poker. Was hat das alles mit Poker zu tun? Sehr viel. Als erstes, die Risikoeinstellung der Gegner, risikoavers, neutral oder punktfreudig, beeinflusst das Spiel am Tisch. Viele Spieler, die gerade in ein höheres Limit gestiegen sind, spielen am Anfang etwas ängstlich. Grund dafür ist, dass der erhöhte Einsatz dazu führt, dass sie ständig an den Punkt kommen, an dem ihnen das Geld, das sie haben, wichtiger bzw. einen höheren Nutzen stiftet als das Geld, das sie gewinnen können. Wenn man risikoavers ist, dann wird man oft einen Nachteil haben, da man nicht bereit ist zu zahlen oder zu setzen, obwohl es das Richtige wäre. Das Gegenteil kann aber auch der Fall sein, wenn man sich wohler fühlt im 10-Dollar-20-Bereich, dann spielt man auch dort besser. In einem niedrigeren Limit wäre man vielleicht zu risikofreudig und würde zu locker spielen. Es ist also wichtig, in einem Limit zu spielen, in dem man risikoneutral ist. Im ersten Moment erscheint es so, als könnte man risikofreudig mit Loser und Risiko